Hallo. Da bin ich mal wieder. Nach 2 Tagen Ruhepause, sage ich jetzt mal. Ja, heute waren wir auf dem Flohmarkt und da habe ich bei dem tollen Wetter, da habe ich ein paar schöne Schnäppchen gemacht. Ich muss die Brille ausziehen, die riecht mich gerade schon auf. Ja. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, was ich da alles gejagt habe. Okay, also als erstes zeige ich euch mal, was mein Freund ergattert hat, weil dann haben wir es hinter uns. Ne? Das war, ist das hier fürs Handy. Er meinte dann auch, naja, jetzt wo es kaputt ist, ne, bräuchte das jetzt eigentlich auch nicht mehr, aber ja. Okay, das hat er sich halt mitgenommen, für es dann noch wenigstens funktionsfähig zu erhalten. Dann hat er sich das Parfüm hier mitgenommen. So wie er sagt, wegen der schönen Verpackung. Also da, also auch wegen dem Geruch. Aber da gab es zwei Möglichkeiten. Also einmal das Parfüm mit Duschzeug und Rasier, bla bla bla, irgendein Rasiergel da. Oder das hier, ne? Ja, dann hat er sich das genommen, weil die Verpackung für mich war. Guck mal, wie lieb er ist, he? Ja. Dann habe ich dieses tolle Kistchen gefunden. Das ist so süß. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich die verschandeln, aber irgendwie, das dann ja die andere. Da sind dann noch Blöckchen drin, also Notizzettelchen drin. Ja, da sind noch Glitzersteine, Reißzwecke. Ja, aber die sind so schön, ne? Ich mache die einfach nur sauber, ne? Die sind echt zu schade. Die sehen echt toll aus. Ja, die zwei. Dann hier das. Ich muss mal gerade einen Moment mal. Ich muss hier ein bisschen Platz machen, weil. Irgendwie ist die Kamera zu tief, oder? Oder meine ich das heute nur? Sicher, kaum ein Tag kein Video gemacht, schon läuft hier nochmal alles neben der Spur, ey. Ja, das sind so Reagenzgläser. Die Frau hat mir dann irgendein Zeug erklärt. Ja, kann man so und so und so und so. Ja, aber dazu benutze ich sowieso nicht, ne? Da habe ich ja ganz eigene seltsame Ideen damit, ne? Ja, die kommen gleich mal in die Spülmaschine. Dass die mal nochmal schön gehen. So, was haben wir denn dann? Ah, ja. Ihr müsst wissen, ich habe jetzt zum dritten Mal das Video angefangen, ne? Ich werde ja andauernd unterbrochen, da ich ja hier im Gang sitze, also im Flur praktisch, oben auf der Empore. Ja. Da kannst du auch noch sagen, ich mache Video, das ist egal. Ne? Die Platze hier in der Gang und bla 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 und bla da la und tralala und ja. Oh, da kriege ich ja an die Nerven, ne? Ja, egal. Jetzt muss ich alles suchen, weil ich nochmal alles ein bisschen wegholle, weil ich ja schon fast alles gefilmt hatte. Ja, dann habe ich das hier. Ja, wenn mein Sohn mir mein Schäler, also mein, bei uns nennt man das. Schälerschirr. meinen. Ach, egal. Ja, weggenommen hat. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Da kann man also normal schälen. So streifen. Und Scheiben schneiden. Angeblich, ne? Ja, bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, ne? Ich werde euch Bericht erstatten, wahrscheinlich. Dann hier. Tesa, ne? Ich finde das ja nie. Also habe ich mal wieder mitgenommen. Dann diese Schere. Die ist so toll. Die gefällt mir so gut. Cool, ne? Ja. Guck mal, da kann man sogar Flasche damit aufmachen. Was ist das? Keine Ahnung. So Universalschere, ne? Das Ding, ne? Also ich habe unten auch so eine Schere noch liegen. Das hat mir echt mal
geholfen, eine Flasche aufzumachen. Die habe ich nicht aufbekommen, ne? Ding drum, aufgedreht, einmal frei, ne? Ja. Und die da hat mir so gut gefallen. Toll, musste mit, ne? Klar. Dann diese Sauknöpfe. Ja, mein Freund fragt natürlich, was willst du damit? Habe ich gesagt, ey, für das Regal, wo ich mal auf dem Flohmarkt gekauft habe, für rundenrum, für die kleinen Packung, die Packungen so aufzuhängen, ne? Dass ich sehe, was für Sticker und so ich habe, ne? Für das so rundherum zu machen, macht er, meinst du, dass das klebt? Und ich sage, wenn nicht, mache ich mal doppelseitiges Klebeband drunter und dann halten die auch, ne? Ja, also mussten die mit. Und dann habe ich den Händler, dann habe ich den Händler erwischt, wieder, bei dem ich letztens den Schmuck gekauft hatte. Und auch diesmal bin ich fündig geworden. Habe ich das da ergattert? Ja. Sieht aus wie Fuß, ne? Wie schön das glitzert. Ja, war das. Moment, ich muss mir das doch. Ups, da hat es nicht gefallen. Ah. So. Dann das. Das sind diese Magnetperlen, ne? Ich finde das so toll. Ja, wie gesagt, ich nehme die auseinander. Dann das. Und wie gesagt, hier. Das ist hier kaputt. Aha. Das habe ich jetzt nochmal nicht gesehen, obwohl ich eine Brille an habe. Diesmal habe ich meine Brille angezogen. So, ihr seht ja, da sind ja noch Preise drauf von 8,95, ne? So, Moment. Es raschelt jetzt halt ein bisschen, ne, weil ich diese jetzt erst frisch aus der Tüte nehme. Die hatte ich schon rausgenommen. Wie gesagt, ich habe das Video schon nochmal gemacht, ne? Ja, diese. Da habe ich mir überlegt, ne, mir auch wieder so Armbänder draus zu machen. Weil ich finde die Steine da so toll und die sind so, das fühlt sich so toll auf der Haut an, ne? Das ist der Hammer. Dann hier noch ein dünneres, auch ist das genauso breit. Naja, scheint genauso breit zu sein. Oh, mein Freund guckt ohne nochmal Fernsehen, ne? Ich komme mir nochmal vor, als würde ich einen Film mitspielen. So laut, die der da wieder hat. Hier wieder mit so einem Kreuz. Na komm raus, seh dich nicht. So. Wieder das mit so einem Kreuz. Oh, guck mal, das sogar. Guck mal, seht ihr das? Das ist sogar so abgebildet. Wie krass, oder? Ach, aber hier auf. Dann. Moment. Oh. Ja, zwei Tage war ich nicht da und schon komme ich mir wieder vor wie so Anfänger. Dann das hier. Ist das nicht cool? Das ist doch der Hammer, oder? Das, ich sehe das nicht. Das glitzert so schön. Also in der Sonne hat das so schön geglitzert. Das musste ich dann mitholen. Das habe ich dann zweimal mitgenommen. Dann hier das. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Haarband sein soll. Warte mal. Ja. Das sind jetzt so viele kleine Sternanhänger. Schaut euch das mal an. Sieht man das? Die sind doch einwandfrei, ne? Die wirken ja in dem Band doch gar nicht, ne? Das sieht aus wie Stachelband oder irgendwas, ne? Da habe ich gedacht, guck an, lauter schöne kleine Anhängerchen, wunderbar. Mit tolle. Da, alles kleine Anhänger. Einwandfrei. Die. Dann wieder so eine Kette, die wir schon hatten, ne? Dann noch so ein Band. Ich denke, ach, das soll ein Haarband darstellen. Nur diesmal
sind auch Herzanhänger dabei. Seht ihr das? Herzen und Sterne. Cool. Ja, das sieht ja aus wie so Stachelband, ne? Das sieht man überhaupt gar nicht, was das darstellen soll, ne? Ja. Dann hier diese Brosche. Da habe ich zuerst überlegt, ne? Moment, ich hab's gleich. Na, da schneide ich mal hin das Ding ab. Das da. Dann kann man die auf irgendwas draufkleben, ne? Ich finde die so toll. Ich meine, ich würde mir die natürlich nicht eine Bluse oder Pulli oder wie auch immer dran klatschen, ne? Das ist ja, wird schon ein bisschen komisch aussehen, ne? Bei mir. Ja, dann diese. Oh, guck mal, wie schön. Wie die glitzert. Toll. Und dann noch ein Totenkopfanhänger. Seht ihr das? Oh. So, Moment. So. Cool, ne? So. Dann noch so eins. Also ganz einfach nur, ne? Wie gesagt. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, jetzt handel mal, ne? Und da hat er versucht zu handeln, war schon, hat dann nur Preis gesagt, ja nö. Ich habe da vor dem Stand gestanden und hat echt ein bisschen Lache. Und da habe ich gerade noch auf dem Tisch, das habe ich leider zuerst nicht gesehen, ne? Auf dem Tisch habe ich das da gesehen. Das hatte ich dann so in die Hand genommen und habe mir noch danach geschaut. Und als der dann nee gesagt hat, ne, habe ich es dann wieder hingelegt, ne? Und dann hat der Händler hat es dann in die Hand geholt und hat es mir so hingestreckt. Und dann habe ich das noch als Zusatz bekommen. Cool, ne? Ja, so Sachen haben die da. Ja, ich weiß nicht, woher sie das haben, ne? Mein Freund hat so direkt gesagt, als er den Händler gesehen hat, ach, guck mal, der Freund steht nochmal da. Ah ja, da habe ich den natürlich, ne? Wieder schnurstracks angesteuert. Und da auf seinem Tisch darum gewühlt. Ja, aber da waren schon viele Sachen weg. Na, also hatte halt nämlich so, dass ich jetzt sage, oh, ne, da war noch viel zu holen, ne, eigentlich, wie gesagt, gerade das hier. Aber das reicht ja auch, ne. Das war ja schon wieder mal eine große Ausbeute, sage ich jetzt mal, ne. Ich mach das da jetzt mal gerade drin. Jetzt pass mal auf, jetzt tue ich hier die ganze Dinger hier in der ganzen Bude verstreuen. Ich kenne mich doch, warte mal. Oh weh, warte, da wird noch Späßchen. Oh je, ich sehe es kommen. Am besten mal als Direktorin. Siehst du? Wusste ich doch. Ja, weil da sollte wohl ein Haarband darstellen. Oder was auch immer, aber Armband kann ich mir bald nicht denken. Aber die Anhänger hier, die sind ja viel zu schade, um so aufeinander gequetscht. Man kann das nur erkennen, wenn man genau guckt, ne? So, deswegen. Ich zeige es euch nochmal. Da, Herz hier und Sternchen. Da, einwandfrei, oder? Die sind ja viel zu schade, um so zusammengefärscht auf so einem Gummi zu sein, wo man eh nicht erkennt, was das ist, ne? Also wird es zerlegt und in mein Glas gemacht und dann kann man das so als Ende von so einem Gebamsel verwenden. So, Moment, ich hab's gleich. Ja. Guck mal, wie fest das da drauf gedreht ist. Hat ja irgendwie unnötig, ne? Also so viel schöne Anhänger für so einen Scheiß, wo du überhaupt nicht erkennst, was das ist. Ne? Ja, die mache ich jetzt da rein.
Und dann habe ich die, wenn. Falls, wo ist der Knoten drin oder was? Ja, und dann habe ich die, wenn ich irgendwas machen will, kann ich die gut benutzen. So. Finde ich toll. Und die anderen, die zerteile ich auch noch irgendwann. Muss ich mir nur noch ein paar Behältnisse da. Guck mal, weil da so viele Dinger sind. Und auf den Gummibänder hier haben die überhaupt gar nicht gewirkt. Ne? Man hat überhaupt nicht gesehen, was das ist. Ich habe das auch dort an dem Stand so genommen und habe dann so die Packung gedrückt. Da habe ich gesagt, guck mal, das sind lauter kleine Anhänger. Einmal frei. So. Das war jetzt mein Flohmarkt-Haul. War heute nicht so viel, aber naja, es reicht. Ne? War ein paar schöne Sachen dabei. Meiner Meinung nach. Ich glaube, jetzt ich mache jetzt kurz Pause und zeige euch dann noch meine Errungenschaft von eBay, die ich gemacht habe. Ja, ich denke, das mache ich auch. Das zeige ich euch. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Moment, ich mache kurz Pause, mache den Tisch frei. Na, geht gar nicht, ne? So, der Tisch ist jetzt frei. Und jetzt zeige ich euch, was ich von eBay noch ergattert habe. Da war vor drei Wochen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, hatte ich auf Beobachtung eine Tech-Presse, also eine Tech-Presse, ähnlich der von Tim Holz. Also bei YouTube gibt es Videos. Ich wusste erst gar nicht, was das ist. Normalerweise bin ich immer von Tim Holz auf dem Laufenden, ne? Weil die Sache, die der vorführt und so weiter, die gefallen mir einfach so gut. Und dann denke ich, was ist denn das? Ne? Und wie gesagt, ich hatte bei eBay Tim Holz eingegeben und da ist das dann aufgetaucht. Und das war nicht von Tim Holz, ne? Das sieht man ja direkt, ne? Und hat dann gestanden, wie gesagt, ähnlich wie die Tech-Presse von Tim Holz. Ich gedacht, was ist das, ne? Ich direkt bei YouTube, Tech-Presse, Tim Holz ingen. Und dann habe ich dann ein Video dazu gefunden, wie das Ganze funktioniert. So. Und das war dieses hier. Das ist riesig groß. Das hat auf dem Bild überhaupt gar nicht zu gucken. Und das ist meine Hand. Ne? So, das ist meine Hand. Das ist das Gerät. Ne, ich meine, meine Hand ist jetzt auch nicht besonders groß, ne, aber das Gerät ist riesig, ne? Das ist dann hier so eine Presse praktisch, ne? Ne, wo man halt nur runterdrückt und etwas zusammenpresst, ne? Das könnt ihr sehen, ne? Ja. So. Und die war, wie gesagt, war da eingestellt und ich weiß nicht. Ich hatte es irgendwie vergessen. Ne? Gut, dann ist halt auch angezeigt worden, dass das praktisch nur noch eine Stunde oder was online ist. Ne? Habe ich gedacht, komm, ne? Lass mal gut sein. Ne? Und wie gesagt, dann habe ich mir immer wieder diese Videos da angeschaut und wollte mir dann eigentlich das Original von Tim Holz halt bestellen. Ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, mit dem ganzen Zubehör, das hier dabei ist, also hier dabei ist, da komme ich ja richtig günstig davon, ne? Und wenn das ja genauso funktioniert und ja auch genau einfach nur so gepresst wird, ne, dann muss doch nicht Tim Holz draufstehen, ne? Ja, dann habe ich die, da ich das ja auf Beobachtung hatte, ne, dann sieht man das ja nachher noch. Und da habe ich die dann einfach angeschrieben, ne, habe ich sie gefragt, ob das Teil noch verfügbar ist. Und dann hat die das für mich am nächsten Morgen wieder eingestellt. Und da habe ich direkt zugeschlagen. Das ist dann diese Presse. Ich versuche es euch gleich mal vorzumachen. Ne? Diese Rahmen sind das. Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Ich werde das aber gleich mit euch zusammen tun. So, diese waren dabei. Diese Sterne. Da steht noch nicht mal drauf, wie die Dingerscher her sind. Ne? Das sind dann Sterne. So, Blüten. Ovale. Dann hier Schablonen. Seht ihr das? Ja, ne? Das sind Schablonen, wo man dann die Papiere ausschneiden kann, dass sie in den Rahmen da passen. Hier.
auch. Sieht der? Ja. Und diesen ganzen Koffer voller Dingers, ja. Ganze Koffer voller Rahmen. Ich würde mal gerne wissen, wo die Frau die her hatte, ne? Krass, echt super toll, ne? Ja. Das war echt super, dass diese wieder eingestellt hat, dass ich mir die krapschen konnte. Ich probiere das jetzt mal gerade. Moment. Am besten mit so einem kleinen. Das ist nur noch ein so kleiner Stern. Da. Damit probiere ich das jetzt mal. Ich lege das jetzt mal auf die Seite. Ich weiß nicht, ne? Ich könnte sowas einfach nicht hergehen, ne? Das, ist doch einfach. Ist doch einfach so toll. Das könnte man doch nicht verkaufen. Also. Ich bin auf jeden Fall mal so. Das ging gar nicht, ne? Moment, ich muss das nochmal auf die Seite. Ich habe hier ein Chaos auf dem Tisch. Das ist ja schon nämlich normal. So, Moment. Wo habe ich denn jetzt ein Blatt, wo ich benutzen kann? Ja, alles, nur kein Blätter, ne? Kein Papier, das ist immer so. Wenn ich ein Blatt suche, komm, hol ich das da, das gefällt mir sowieso nicht. So. So. Moment, das machen wir jetzt so. Wird das da draufgelegt? Ich mache das jetzt, wie gesagt, auch zum ersten Mal. Ist das richtig rum? Nein, so rum. Oh Mann. So. Ist das Stift? Naja, wahrscheinlich ist das am besten Stift, wo auch angespitzt ist. So. Egal, das probieren wir jetzt einfach mal so aus. Ob das doch so funktioniert, das weiß ich noch nicht. So. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich muss ich spitzerer Stift holen. Dass das richtig in den Rahmen rein passt, denke ich mal. Ne? Gehe ich mal davon aus. Ich weiß nicht, ich sehe es ja jetzt. Das ist ja doch zu, das ist zu klein, ne? Oh ne. Geht. Legt man in den Rahmen rein. Dann in diese Presse. Und dann drückt man zu. Zack. Ist das nicht cool? Seht ihr das auch? Ist das nicht cool? Dann hat das Teil einen Metallrahmen. Ist das nicht der Kracher? Ja. So sieht das aus. Krass. Das wollte ich euch jetzt noch zeigen. Guck mal. Das ist jetzt die Premiere. Ne? Ich hatte das selber noch nicht probiert. Ich wusste nicht, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das noch vorstelle. Aber ihr seht, ein Mann frei. Guck mal. Guck mal, wenn man das auf ein Blatt klebt, ne? Das Papier gefällt mir gar nicht. Ne? Aber mit diesem Rahmen sieht das doch der Hammer aus, oder? Ist dann ganz flach gedrückt. Finde ich super, ne? Finde ich richtig krass. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Noch im Anschluss jetzt, wie gesagt, ich wollte jetzt dafür nicht extra ein Video machen. Das hätte wahrscheinlich nur 3 Minuten gedauert oder so. Das wäre ja auch Blödsinn. Aber das ist der Hammer, ne? Gut. Dann verabschiede ich mich von euch. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und sage, bis dann. Tschüss.